Buongiorno und herzlich willkommen in Minus Cucina. Wenn ihr sehen wollt, wie ich diese Chicken Wings à la Biganox vorher in einer Boin eingelegt habe, dann bleibt doch einfach dran. Moin, buongiorno, da ist er wieder. Ja, Leute, so schnell ist eine Woche rum. Freunde, vor 3, 4, 5 Wochen hat David vom Biganox Barbecue Chicken Wings gemacht und die hat er in einer Wine eingelegt, sprich in einer Flüssigmarinade, hat diese selber gemacht und die fand ich so geil, habe gesagt, die muss ich unbedingt mal nachmachen. Deswegen stehen wir heute hier und machen die nach. Wir machen die exakt genauso, wie er sie gemacht hat. Einzigster Unterschied, er hat sie auf dem Flint gemacht, ich mache es auf meinem Pellet Smoker. Das wird der einzigste Unterschied heute sein. Ne? Da kommen wir mal direkt zu den Zutaten. Wir haben hier 1 Liter Wasser, dann haben wir machen eine 6%ige Lösung, ja, also ein 6%iges Salzgehalt. Auf einen Liter Wasser kommt eigentlich dann 60 Gramm Salz. Wir haben hier 45 Gramm Salz, werden genauso wie David das gemacht hat, 3 Teelöffel Kikeriki von der Spicebude da reingeben. So kommen wir ungefähr auf einen Salzgehalt wieder von 6%, weil hier auch Salz mit drin ist. Rezeptangaben findet ihr wie immer bei mir unten in der Videobeschreibung. Auch den Link zur Spicebude in der Videobeschreibung. Zum Lasieren nehmen wir nachher von meinem Freund Ole Wattenlack vom Watten Barbecue. Link zu seinem Kanal und in der Videobeschreibung, geht mal drauf. Der macht richtig geile Rezepte. Lasst ihm ein Abo da, falls er das noch nicht getan hat. Von David natürlich auch. Findet da alles bei mir unten drin. Und hier haben wir ungefähr 1,5 Kilo Hähnchenflügel. Habe ich was vergessen? Ja, ich würde sagen, wir haben genug gelabert. Kommt dran, wir fangen direkt an. So, wir werden uns unser Wasser nehmen. Hier in eine Schüssel geben. Wir machen uns erstmal die Brine, dann haben wir genug Zeit, damit sich das Wasser und das Salz zumindest im Wasser ein bisschen auflösen kann. Geben hier 3 Löffel vom Kikeriki rein. Ich mache bewusst nicht gehäufte Löffel, weil das ist ein bisschen größer wie ein Teelöffel. Und vermixen das hier. Meine Frau hat gesagt, hier nimm das Ding, das ist geiler wie ein Rühr. Mit Schneebesen. Schauen wir mal. Das verrühren wir alles schön, bis sich das ganze Salz aufgelöst hat. So. Stellen das jetzt zur Seite. So kann das ein bisschen ziehen. Und widmen uns unseren Hähnchenflügeln. Diese werden wir teilen. Ja. Habe ich euch schon mal gezeigt. Macht er hier einen Schritt in die Haut. Ne? Guckt, dass er das Gelenk frei kriegt. Und dann könnt ihr hier einfach durchschneiden. Ne? Da haben wir die Bolle. Das machen wir jetzt mit allen anderen. Und dann hole ich euch gleich wieder dazu. Letzte Freunde. So, ich mache mir jetzt mal eben die Hände sauber. Und dann hole ich euch wieder dazu. So, wir werden jetzt unsere geteilten Hähnchenflügel nehmen und hier in so einem Beutel vom schwedischen Großhersteller reingeben. Ich werde mal gucken, ob ich es auf einmal mache oder ob ich dafür 2 Beutel brauche. Ne, ich denke, das können wir auf einmal machen. Was sagst du? Ja, die schüttelten den Kopf. Ja gut, machen wir es auf zweimal. Ja, Beutel Nummer 1. Und Beutel Nummer 2. So, dann werden wir unsere Flüssigkeit nehmen und hier ohne Sauerei versuchen reinzugeben. Du lachst schon da hinten, ne? Weißt, das ist genau mein Ding. Ja, ein bisschen mehr. Schließen das alles. Und schauen, dass überall wirklich was ans Fleisch dran kommt. Number one.
Ein Stückchen kann er noch. Number two. Ich lege mich jetzt schon fest und sage, dass die aus der Tüte besser schmecken werden wie die, weil die ganzen Reste, die unten noch drin waren, sind jetzt hier natürlich alle reingelandet. So. Die geben wir jetzt, wie sie sind, in den Kühlschrank und lassen sie wirklich für 2 Stunden im Sud liegen, marinieren, machen hier sauber und sehen uns in 2 Stunden wieder. Bis gleich. So, Freunde, 2 Stunden sind endlich vergangen. Boah, das riecht, ne? Wir holen die jetzt raus, legen die hier ein bisschen aufs Rost. Wir tupfen die nicht ab, sondern lassen die einfach hier so ein bisschen auf dem Rost liegen, damit sie ein bisschen Flüssigkeit verlieren und antrocknen. Wir tupfen die nicht ab, weil ich nicht will, dass wir die Marinade runterwischen. Dementsprechend legen wir sie hier aufs Rost. Das ist schön warm hier draußen. Wir lassen sie ein bisschen liegen, sodass sie ein bisschen antrocknen und dann gehen sie auf den Smoker. Der ballert schon hier hinter mir. Er hat eine Temperatur von 150 Grad angeregelt. Und dann gehen die erstmal insgesamt für 1 Stunde drauf. Nach 1/4 Stunde lasieren wir die. Und dann lassen wir sie nochmal 15 Minuten. Und dann werden wir mal gucken, was raus geworden ist. Wir lasieren sie auch nicht alle. Also ich möchte auch welche einfach so probieren, ohne Barbecue-Soße. Und manche halt mit. Schauen wir mal, wie es wird. Bis gleich. Freunde, ihr seht hier, die haben hier ein bisschen in der Sonne gestanden. Jetzt auch nicht lange, wirklich nur 5 Minuten. Wir geben die jetzt hier drauf. Ne? Beeilen uns ein bisschen, damit wir nicht so viel Temperatur verlieren. Wir sehen uns in 45 Minuten wieder. 3/4 Stunde ist rum. Wir schauen da mal gemeinsam drunter. Wir fangen jetzt an zu lasieren. Ja, schaut mal hier. Ich habe diese hier schon ein bisschen nach hinten gezogen. Da habe ich nämlich weniger Hitze, weil die lasiere ich nicht. Die in der Mitte hier lasiere ich, die lasiere ich auch nicht. Wir möchten nämlich lasierte und unlasierte haben. Ne? Und machen es so wie David auch. Wirklich nur einen Pinselstrich drüber. 15 Minuten, dann sind wir soweit damit gegessen. Unsere Chicken Wings sind fertig. Wir nehmen die jetzt runter und werden mal probieren. Ich bin wirklich mal gespannt. Die sehen richtig, richtig geil aus. Muss ich wirklich sagen. Ich habe da so Bock drauf. Ich nehme bewusst nicht alle runter, damit sie uns nicht kalt werden. Die anderen lasse ich noch drauf. Kommt nach vorne, wir gehen zum Probieren. Freunde, hier sind wir. Wir probieren ohne Barbecue-Soße. Scheiße, sind die heiß. Wow. Sie sehen trockener aus, wie sie sind. Aber ich muss sagen, ich kann wirklich verstehen, warum David und Steffi da so abgefahren sind. Das Fleisch, das ist unfassbar, wie das schmeckt. Jetzt mit Barbecue-Soße. Oh, wir hätten fast was vergessen. Kikeriki noch drüber. Jetzt wäre es fast passiert, ne? Jetzt aber mit Barbecue-Soße und Kikeriki. Viel saftiger. Leute. Die Amis, ne? Die kommen immer auf Ideen. Da noch jetzt so ein trockenes Gewürz auf die nasse Marinade zu machen. Game Changer. Absoluter Game Changer. Muss ich wirklich sagen. Wow. Wow, wow, wow. David, Steffi, danke für dieses Rezept. Danke für diese Idee.
Ihr habt ja schon unter eurem Video kommentiert, dass ich das unbedingt nachmache, weil das ist genau mein Ding. Ich liebe Chicken Wings, ich liebe Kikeriki, das Gewürz von der Spice-Bude. Ja, ich liebe Nassmarinaden, Wines. Das ist mal hier. Mega geil. Mega, ich kann gar nicht aufhören zu essen. Er will auch was da unten. Am Ende des Videos, Freunde, bleibt mir wie immer noch zu sagen, falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich mega darüber freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Schreibt mir in die Kommentare rein. Schon mal gemacht? Kennt ihr sowas? Kennt ihr Brines? Habt ihr die schon fertig gekauft, selber mal eingelegt? Ich kann euch das wirklich nur empfehlen. Ich muss sagen, mit Barbecue-Soße finde ich sie geiler wie ohne. Ohne sind sie schön knusprig, so wie man sie kennt, aber das ist nochmal was anderes. Und ich stehe auf Unterschied, ja? Und das macht wirklich den Unterschied. Hier unten könnt ihr kostenlos meinen Kanal abonnieren. Falls ihr das nicht getan habt, hier oben lasse ich euch mal meine Chicken Wings Asia Style da. Die hier ziehe ich mir jetzt rein. Hinter der Kamera und drin warten die Jungring Mäuler. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ciao.